Gut, dann legen wir los mit der letzten Medienrunde des Kalenderjahres 2021. Bevor wir dann zum letzten Heimspiel des MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück am Sonntag kommen, gibt es ausnahmsweise noch mal zwei Sätze von mir. Ja, zum einen ist ja schon bekannt, dass der Trainingsauftakt unserer Zebras am 2. Januar stattfinden wird. Darüber hinaus wird es dann am Freitag, den 7. Januar, noch ein Testspiel bei Fortuna Köln geben. Dort werden keine Zuschauer zugelassen sein. Es wird aber so sein, dass es einen für alle frei empfangbaren, kostenlosen Livestream geben wird. Und am Samstag, den 8. Januar, werden unsere Zebras dann hier in Meidrich gegen den SC Preußen Münster spielen. Ich glaube, das hatte Hagen, hatten wir auch in den letzten Tagen auch schon mal verkündet. Und damit kommen wir dann zum Sportlichen und zu euren spannenden Fragen an unseren Cheftrainer Hagen Schmidt, dem ich jetzt auch nochmal ganz herzlich Hallo sage. Hallo. Bitte. Ja, Die Abwesenheit von Joachim Droll startet Dirk Retzlaff. wenn immer weniger, das ist auch bitter. Jetzt nochmal eine Nachfrage: Preußen Münster, das hattest du jetzt nicht gesagt, auch ohne Zuschauer nehme ich an, ne? Genau, nach Stand der Dinge gehen wir auch da davon aus, dass wir denn hier in Meidrich keine Zuschauer haben werden. Alles klar. Ja, nochmal schönen guten Tag. Hallo, Herr Schmidt. Hallo. Fangen wir wieder mit den Basics an. Wie sieht es personell bei Ihnen aus? Wer kann nicht? Ja, also neben den Bekannten, also Schiene, Rudin Dalu, Volkmar ist Bretti noch verletzt, also Brettschneider. Der hat nach wie vor, also dort mit einer Zerrung zu kämpfen. Also ist zwar jetzt schon besser, aber dort gehen wir jetzt, da die Woche noch nicht trainiert hat, kein Risiko weiter ein. Und ansonsten sind die anderen alle soweit fit. Also die Krankheitsgeschichten bei Stoppel und so, die sind ja auch zeitig ins Training eingestiegen, diese Woche. Es hat sich entspannt. Ja, genau. Die sind alle wieder an Bord. Dominik Volkmar war auch schon wieder in Teilen des Mannschaftstrainings. Wie ist er unterwegs? Ja, wie gesagt, hat jetzt die Woche Teiltraining mitgemacht. Also immer ein paar Passformen oder kleinere Spielformen. Und dort müssen wir halt gucken, dann zum Auftakt, denke ich mal, sollte es dann am 2. Januar wieder gehen. Okay, wie haben Sie so die letzten Tage wahrgenommen? Es ist ja unter Fans sehr viel Unzufriedenheit nach dem Spiel gegen den SC Verl. Wie nehmen Sie so diese Stimmung wahr? Eigentlich wenig, außer jetzt im Spiel. Wie gesagt, da habe ich schon Verständnis für. Wobei ich trotzdem sage, ist halt unterm Strich dann die Frage, wenn ich das im Spiel mache, wem es nützt. Ja, ich denke nicht, dass dadurch die Aktionen sicherer werden. Besser gefallen mir dann solche Aktionen wie vor dem Spiel, was die Fans gemacht haben. Aber wie gesagt, insgesamt ist das, denke ich, in dem Spiel eine normale Reaktion gewesen, weil es halt von der Leistung her nicht so war, wie wir uns das auch vorgestellt haben oder auch vorgenommen haben. Nach dem Spiel hat sowohl Ihr Präsident als auch der Sportdirektor gesagt, es würde eine Analyse anstehen, auch mit Entscheidungen. Hat diese Analyse bereits stattgefunden? Haben Sie daran teilgenommen? Welche Ergebnisse gibt es? Also alles, was sportlich betrifft, sind wir ständig in der Analyse und alles andere ist intern und das besprechen wir intern und bleibt intern. Ihr Präsident hat letzte Woche gesagt, die Mannschaft ist besser als ihr Tabellenplatz. Sehen Sie das auch so? Wenn wir alles abrufen, denke ich, können wir aus den Regionen dort unten rauskommen. Ja, dazu müssen wir aber diese ja, individuellen Fehler abstellen und defensiv stabiler werden.
Da haben Sie jetzt meine Anschlussfrage auch schon indirekt beantwortet. Warum stehen Sie da nicht auf einem anderen Platz? Ja, wie ist es? Also diese Fehlerquellen, diese begleiten Sie ja jetzt schon seit mehreren Wochen. Wie kann man eine Fehlerquelle schließen? Ja, indem man die Jungs dort nicht vernichtet, sondern versucht, immer wieder auch im Training Dinge mutig anzugehen, die Sachen versuchen abzustellen, aber auf keinen Fall sich durch Inaktivität oder durch Angst die Dinge zu lösen oder zu verstecken, sondern weiter aktiv sein, an den Sachen arbeiten, selbst natürlich als Spieler auch an den Sachen zu arbeiten. Aber trotzdem müssen wir da dranbleiben, weil unterm Strich ist es so, wenn wir das nicht abstellen, dann wird es schwierig. Sie hatten letzte Woche im Vorfeld der Partie gesagt, dass sich in der Innenverteidigung so dieses Duo, mit dem Sie ja jetzt seit einigen Spielen unterwegs sind, so herauskristallisiert hat als Standardduo. Sind da vielleicht jetzt doch Veränderungen denkbar? Werden wir sehen. Also wir haben jetzt die Woche ganz normal trainiert. Die Jungs haben insgesamt ordentlich trainiert. Und wie wir dann am Wochenende agieren, werden wir am Sonntag sehen. Jetzt haben Sie in der Hinrunde 17 Punkte geholt. Da braucht man nicht drüber reden. Nochmal 17 Punkte werden zu wenig sein. Ja, man kann ja in der Statistik gucken, wie viele Punkte in den letzten Jahren immer gereicht haben. Da kommt man jetzt in den 40er-Bereich. Gucken Sie darauf oder gucken Sie, Sie sagen, sagen Sie jetzt, Türkgücü ist 3 Punkte weg, es sind nur 3 Punkte, oder haben Sie jetzt so einen für die Rückrunde irgendeine Vorgabe für sich? Ich denke, wir sind gut beraten, da uns erstmal nicht treiben zu lassen, sondern unser Fokus liegt erstmal jetzt auf Osnabrück. Und dort wollen wir für uns ein positives Erlebnis mit in die Pause nehmen und dann uns wieder gut vorbereiten und dann schauen wir von Spiel zu Spiel, weil alles andere ist, denke ich, am Thema vorbei. Wie erwarten Sie den VfL Osnabrück? Ja, wie Sie die ganze Hinrunde im Prinzip auch schon aufgetreten sind. Ja, sehr offensiv, schon sehr stark, spielfreudig. Und dort müssen wir im letzten Spiel schon nochmal alles in den Ring hauen, um da für uns auch eine gute Leistung rüberzubringen, beziehungsweise dann natürlich auch zu versuchen, was mitzunehmen. Wie wird es nach dem Spiel sein? Ist da sofort Pause oder werden Sie nächste Woche vor dem Fest noch was tun? Nee, wir werden nach dem Spiel gleich Pause machen. Die Jungs kriegen dann Pläne mit und dann ist am 2. Januar wieder Auftakt. Gibt es eine mannschaftsinterne Weihnachtsfeier? Nein. Wir haben die Jungs haben jetzt im Vorfeld mal auch immer wieder Mannschaftsabend gemacht. Also ich denke mal, dass die unter sich da jetzt nichts mehr machen und wir machen jetzt da keine Weihnachtsfeier, nein. Waren Sie beim Mannschaftsabend dabei oder ist das ein Interview? Nein, das ist ein Mannschaftsabend. Das ist, da war ich außerdem noch ganz neu da, aber insgesamt ist da also meines Wissens nie ein Trainer dabei. Also ich kenne keinen Mannschaftsabend mit Trainer. Frage wäre jetzt gewesen, wie ist so die Stimmung, wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Ja, ich sage mal, der Situation entsprechend. Ich denke, jeder weiß, worum es geht, wo wir stehen. Und trotzdem muss ich sagen, ist es im Training nach wie vor sehr engagiert und auch fokussiert. Sicherlich auch da klappt nicht immer alles, aber das ist ja auch in so einer Situation normal. Aber trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, dass dort irgendwo Prozente liegen bleiben, die uns vielleicht dann am Wochenende fehlen. Okay, erstmal danke. Ja. Vielen Dank, bis hierhin. Dann gab es vorhin schon ein Zeichen von Christian Wozniak. Genau. Hallo zusammen nochmal. Ja, Dirk hat ja eigentlich schon alle Fragen gestellt. Vielleicht noch ein, zwei. Herr Schmidt, wie wichtig wäre es, sich mit einem Erfolgserlebnis in den kurzen Weihnachtsurlaub zu verabschieden? Klar, jede Mannschaft will sich mit dem Erfolgserlebnis in die Pause verabschieden, aber ich glaube, für den MSV Duisburg ist es ja doppelt wichtig, weil es danach gegen Havelse geht, direkt zum Start. Das ist so ein in Anführungsstrichen, so ein Mussspiel, was man gewinnen muss. Jetzt könnte man ein bisschen beruhigter reingehen mit einem Dreier, weil wenn man das Spiel verliert, wird es ja nicht ruhiger. Ist das schon so ein bisschen
ja, wir haben danach noch etliche Spiele, aber schon so ein bisschen richtungsweisend, auch was die Stimmung angeht, damit die noch nicht schlechter wird? Ja, grundsätzlich ist mit jeder Niederlage wird sicherlich die Stimmung nicht besser werden, aber Sie haben es ja eigentlich schon beantwortet, die Frage. Es ist so, wenn du mit einem Sieg in eine Pause gehst, das gibt dir immer erstmal ein gutes Gefühl, ja, oder mit einem Positiverlebnis, und das ist unser Ziel. Aber grundsätzlich ändert sich für uns, ob Sieg oder Niederlage, jetzt nicht so viel, weil wir müssen nach Sieg weiterhin dranbleiben, weiterhin dort fokussiert sein. Und genauso ist es andersrum. Bloß es wird halt dann die Stimmungslage natürlich noch ein Stück weit schwieriger, sagen wir mal so. Eine weitere Frage noch. Sie sind jetzt morgen auf den Tag genau 2 Monate beim MSV Duisburg unter Vertrag. Das haben wir, glaube ich, schon beim letzten Mal besprochen, dass Sie gesagt haben, ich kann nicht zufrieden sein, wenn man einfach nur auf die Punkteausbeute sieht. Wie sehen Sie denn das Ganze drumherum? Hätten Sie das auch so erwartet, dass, wenn es nicht läuft, dass die Fans sauer werden, dass es sehr unangenehm wird? Sie waren ja vorher im Jugendbereich tätig. Das kannten Sie natürlich nicht mit den wenigen Zuschauern. Mama, Papa, Opa, Freundin, wie auch immer. Jetzt hat man eben eine Masse an Fans. Oder war Ihnen das schon klar, dass, wenn es nicht läuft, bekommen wir alle einen auf die Mütze? Und ja, wie gehen Sie damit um? Das ist ja für Sie irgendwo auch Neuland. Ne? Nee, ist es nicht. Also ich habe selber mal Fußball gespielt und ich bin in Traditionsvereinen groß geworden. Und Sie werden es nicht glauben, wir sind mit Bier beschüttet worden. Wir sind dort auch nicht immer freundlich empfangen worden. In der Zeit damals in Leipzig, wo ich gespielt habe, war das ähnlich. Und das ist in Traditionsvereinen. Ist es so, dass die Fans den Verein lieben, alles dafür geben, und das erwarten sie natürlich immer von den Spielern, und von daher ist es für mich überhaupt keine neue Situation. Also ich sag mal, wenn jemand von euch schon mal im Osten war und du dort eine Scheißphase hast, also ich glaube nicht, dass das so viel Unterschied ist gegenüber dem jetzigen, ja. Und trotzdem sage ich, ich gehe da nicht ganz mit jetzt mit dem mit der ganzen. Wir brauchen jetzt keine Panik machen. Ich denke, wir müssen Ruhe und Geschlossenheit auch zeigen. Ja, das ist wichtig, weil ich glaube, nur im Verbund mit den Fans, mit Mannschaft, mit dem ganzen Umfeld können wir die schwierige Situation lösen. Wenn wir aber jetzt uns selber noch gegeneinander dort aufwiegeln und da gegeneinander uns das Leben schwer machen, dann wird es natürlich für alle umso schwerer. Und mit Sicherheit auch dann nicht schnell auch besser. Bin Legia Warschau-Fan, geht noch weiter Richtung Osten, da weiß ich, wie die Fans reagieren können. Naja, siehst du, da kannst du ja. Kennst dich ja aus. Genau. Eine Frage nutze ich noch auf der letzten PK. Haben wir jetzt zuletzt auch oft besprochen. Ich weiß nicht, ob es da was Neues ist. Deshalb frage ich, ja. Stichwort Verstärkungen. Ist da jetzt in den letzten Tagen was passiert, was Sie auch der Öffentlichkeit mitteilen können? Hat sich da was geändert? Es ist nach wie vor ist das ein Thema, was wir natürlich auch intern behandeln. Und das wird auch so lange bleiben, bis es vielleicht mal irgendwann was gibt, was wir verkünden müssten. Momentan gibt es da nichts. Wir sind da nach wie vor noch intern im Gespräch, im Auswerten, was vielleicht machbar wäre oder ob wir überhaupt was machen. Und wenn es was gibt, können wir das dann oder geben wir das auch gerne bekannt. Letzte Frage von mir. Haben Sie vielleicht auch Spieler mitgeteilt, die Sie in den letzten 2 Monaten beobachtet haben, ja, denen Sie gesagt haben, Junge, das reicht bei mir nicht? Nein, erstmal das bleibt auch intern, ja, wenn ich die Gespräche oder solche Gespräche führe. Aber zum anderen ist es ja immer nicht nur eine einseitige Sache. Manchmal gibt es ja auch Spieler, die auf einen zukommen und sagen, ich will mehr Spielpraxis, oder an mich ist ein Verein herangetreten. Aber wie gesagt, solche Dinge sind intern. Und wenn da auch in der Richtung was kommt, werden wir das sicherlich auch zeitnah kundtun. Danke. Bitte.
Vielen Dank. Dann nochmal Dirk Retzlaff mit einer weiteren Nachfrage. Sie hatten letzte Woche einen U19-Spieler im Kader zum ersten Mal, also diesen Spieler zum ersten Mal. Wird das wieder der Fall sein und wo sehen Sie den Jungen? Ja, Luca Nicolai kenne ich ja noch aus Gladbacher Zeiten, also der war ja mein Spieler damals noch in der U17, bevor er hergewechselt ist. Und er hat ja jetzt hier in der U19 gute Leistung gebracht und das ist ja auch ein Teil unseres Auftrags und der Ausbildung, junge Leute aus den eigenen Reihen natürlich immer wieder mit ranzuführen, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich hier zu zeigen und dass die Chance bekommen die Jungs regelmäßig. Und Luca hat jetzt auch ordentlich trainiert die Woche und auch letzte Woche. Und von daher hat er sich das so verdient. Und jetzt schauen wir mal die Woche, wie das aussieht. Wir haben ja fast alle wieder an Bord. Und wie gesagt, er trainiert ordentlich und dann werden wir morgen den Kader festlegen und schauen, ob er dabei ist. Ja, er ist ja Linksverteidiger, wenn ich das richtig sehe. Das ist links wie rechts. Also eigentlich ist er Rechtsfuß, aber er kann beide Seiten spielen. Ja, weil da durch Bretschneiders Verletzung hat sich da ja an der Notsituation noch nicht so viel geändert. Richtig. Okay, danke. Dann nochmal der Blick in die Runde. Gibt es eine weitere Nachfrage? Ja. Niklas, vielleicht nochmal an dich kurz, um es abzuschließen. Zuschauerzahlen. Wie sieht es da aus? Wie viel Verkaufte, wie viel Osnabrücker? Also mein Stand von gestern Nachmittag ist, dass 5.600 Tickets verkauft sind, 500 davon nach Osnabrück. Gut, dann scheint es keine weiteren Nachfragen aus der überschaubar großen Runde geben. Hagen, du hast gerade angesprochen, positive Nachrichten geben wir immer sehr gerne weiter und dann tun wir jetzt alles dafür, dass es am Sonntag schon wieder klappen wird. Danke, bis hierhin. Bis dann. Ciao, ciao. Danke, alles Gute. Frohe Weihnachten. Danke, ebenso.